ich bin Nava Ibrahimi. Ich wurde 1978 in Teheran geboren, kurz vor der Revolution. Dann bin ich nach Graz gezogen mit meinem Mann, der Grazer ist. Und ja, hier lebe ich jetzt als Schriftstellerin und ich habe gerade meinen zweiten Roman veröffentlicht. Und ja, inzwischen wurde ich auch schon als Austro-Iranerin bezeichnet, Deutsch-Iranerin. Ich höre mir alles an und alles stimmt auch irgendwie ein bisschen. Aber ja, das bin ich.